wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Schön, schön, schön. Hi. Ich war jetzt noch schnell eine Runde mit dem Hund. Und bei uns regnet es in Strömen. Das war jetzt nicht so angenehm. Huhu, Timo. War schön am Wochenende. Ich hatte nämlich Besuch von einer Quiltgruppe. Von den Happy Stitchers. Und ja, da haben wir uns einen schönen Nachmittag gemacht. Ja, es wurde dann schon Nachmittag, genau. Genau, die hatten sich angekündigt und ja, hatten wir einen gemütlichen Nachmittag, haben ein bisschen gequatscht, haben ein bisschen, ja, ein bisschen was ausprobiert an der Longarm. Christa aus HU ist diesmal auch wieder mit dabei, steht hier. Schön, schön. Ja, gell, war super. Nee, sowas kann man öfter machen. Und ja, danach waren sie noch in Nürnberg. Nürnberg ist auch eine sehr schöne Stadt. Man besucht ja die Städte, in denen man wohnt, komischerweise immer viel zu wenig. Ja, wenn du das gewusst hättest, ne, dann hättest du Kuchen gebracht. Nein, das kam mir jetzt so in den Sinn. Ja, wir veranstalten demnächst auch ein Frühlingsfest. Das steht in der Planung. Und genau, da wird es noch Daten geben und genaue Sachen. Das muss man ja auch alles den Gegebenheiten anpassen. Und deswegen, ja, genau, wird es bald die ganzen Infos geben. Ja, schönes Lächeln, gell? Hättest du Kuchen gebracht, wenn du das gewusst hättest. Nein, war ein sehr schöner Nachmittag. Also wenn ihr auch eine Quiltgruppe seid und ja, mal einen lustigen Nachmittag bei uns im Laden verleben wollt, kündigt euch gerne an, dann können wir das vorbereiten. Das war sehr praktisch, dass das angekündigt war, weil dann kann man immer ein bisschen gucken, ja, dass wir eben nicht alleine im Laden sind und ja, dass wir schöne Sachen vorbereiten können. Genau. Hallo in den Westerwald aus dem Frankenland. Wir sind hier in Mittelfranken, liegt Nürnberg. Aus dem Oderbruch. Mhm, cool. Ja, wir haben die Pignitz hier. So heißt der Fluss, der bei uns vorbeifließt. Der fließt bei uns und fließt Richtung Nürnberg und dann komplett einmal durch Nürnberg durch. Das ist die Pignitz. So, ich glaube, ihr seid langsam alle eingetrudelt. Und wir können mal anfangen. Wir nähen wieder was aus Charm Packs. Ich habe heute Nachmittag schon ein bisschen angefangen, schon ein bisschen vorgenäht, damit das hier nicht in Langeweile ausartet für euch. Ruhrgebiet, cool. Da hatte meine Oma auch mal Verwandte. Da waren wir, wie ich klein war. Ja, da waren wir in Bochum, glaube ich. Bochum, ja. Und da hatten wir uns dann auch, ja, diese ganzen Zechenmuseen angeguckt. Ich bin nämlich ein großer Fan von Museen. Also, ich weiß nicht, meine Kinder müssen da immer leider durch. Überall in jeder Stadt, wo ich hingehe, gehe ich liebend gerne in ein Museum. Also gut, wir nähen heute was aus Charm Packs und ich habe mir dieses Dwell in Possibility rausgesucht. Auf Deutsch habe ich vorhin nachgelesen, Dwell, also Verweile und Possibility in der Möglichkeit. Dann verweilen wir mal in der Möglichkeit, dass hier aus Charm Packs was genäht werden kann, ne? Also Dwell in Possibility. Seht ihr schon hinter mir diese Teilchen hier? Und also ich nähe daraus einen Tischläufer. Man kann da alles Mögliche draus nähen. Kommt halt immer drauf an, wie viele Sachen ihr zusammensetzt. Und ihr fangt ganz normal an. Wieder mit den, nehmen wir mal eine freundlichere Farbe. Kein so freundliches Schwarz, sondern ein freundliches Weiß-grundig. Mit schönen Blumen sind dabei bei diesem Development Possibility.
Ich schwenke euch mal einen Ticken weiter rüber, die obere Kamera, dann seht ihr schon mal. Genau, also das hier, ihr wackelt, ich hoffe, euch wird nicht schubumbrig. Also das hier wird bei mir ein Tischläufer. Man kann natürlich, also ich benutze nicht alle 42 Stück. In so einem Charmpack sind ja immer 42 Quadrate. Ich benutze für den Tischläufer jetzt nicht ganz 42, weil ich einen Tisch habe, der ist 1,60. Es gibt natürlich, ja, bestimmt auch größere Tische bei euch im Wohnzimmer oder im Esszimmer oder in der Küche. Und das kann man ja dann anpassen, je nachdem, wie langer werden soll oder was ihr nähen wollt. Näht ihr halt mehr Teile aneinander oder weniger. Also ich nähe jetzt mal nicht ganz aus den 42 Stück. Ich muss auch erstmal gucken. Ich habe jetzt gedacht, ich nähe mal, die unteren habe ich mal noch freigelassen, ob die mit dran müssen, weil ich nähe hier dann noch was dazwischen. Das sage ich dann gleich. Aber da müsst ihr einfach immer selber gucken. Ich fange einfach mal an. Und dann seht ihr ja, wann ihr aufhören müsst oder wollt, wann euer Tischläufer dann lang genug ist oder was ihr auch immer näht. Man kann das Ganze natürlich auch, ich hatte ja so Spaß dabei, man kann natürlich jetzt zum Beispiel auch mehr Charmpacks nehmen, wenn ihr so 4 oder 5 nehmt. Kommt natürlich auch drauf an, wie groß euer Quilt dann werden soll. Aber so 4 oder 5 ergeben schon mal einen recht guten Quilt. So Pakete. Und genau, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich nehme mir also dieses 5-Inch-Quadrat. Also für alle, ihr wisst ja, ihr kriegt die PDF-Anleitung dann wieder zum Download in den Shop. Das dauert immer ein bisschen bei mir. Also bis Samstag ist es auf jeden Fall drin. Ob ich es davor schaffe, weiß ich nicht. Aber bis Samstag habt ihr dann die kostenlose PDF zum Download. Oder ihr notiert euch halt jetzt die Maße und dann könnt ihr schon mal loslegen. Also, wir haben hier ein 5-Inch-Quadrat. Das sind in Zentimeter circa 12,75 mal 12,75 Zentimeter. Ich bin heute vorbereitet. Ja? Ich habe mir hier Spickzettel geschrieben, dass ich nicht wieder rumgatze und irgendwelche Sachen ausprobieren muss. Also 5-Inch-Quadrat oder 12,75 mal 12,75 cm. Nehmen wir. Dann müssen wir schneiden. Mein Mann veräppelt mich schon immer, weil ich auch in diesen Videos, wo ich euch immer zeige, was Neues gibt. Da sage ich immer und dann. Da veräppelt er mich schon immer ein bisschen. So, jetzt muss ich die andere Kamera. Ihr wisst ja, ich versuche das Ganze so praktisch wie möglich für jeden zu machen. Deswegen filmen wir mit 2 Kameras. Mein Bügeleisen muss ich nur einstecken. Und dann geht's los. Ja. Schon wieder und dann. Also, ich habe mir hier einen einfarbigen, cremefarbenen Stoff gesucht. Ihr müsst halt gucken, was ihr als Zwischenstreifen, das waren nämlich die Zwischenstreifen, oder das waren auch diese, das wird dann so, also diese Ecken hier, war auch der gleiche Stoff wie der Streifen, der hier dann noch dran kommt. Und da müsst ihr halt gucken, dass ihr irgendwas nehmt, was sich ein bisschen absetzt von eurem Charmpack. Ja, aber trotzdem farblich schön dazu passt. Und dann fangen wir an, um diese Dreiecke hier zu bekommen, schneiden wir dann für jedes Quadrat, das wir haben, also für jedes Quadrat, schneiden wir 4 kleine Quadrate. Und für die Inchnäher nehmen wir 4 mal 1¾-Inch-Quadrate. Also 4 Stücke, 1¾-Inch groß. Und für die Zentimeternäher nehmen wir 4 Stücke 4,5 mal 4,5 cm groß. Pro Quadrat. Also wenn ihr 42 Quadrate habt, macht ihr das Ganze 4 mal 42. Hört sich viel an, aber das näht sich eigentlich in einem Rutsch runter. Das zeige ich euch gleich. Ich nähe heute in Inch. Ja, kam mir halt heute so. Und wegen Inch schneide ich jetzt einen Streifen
mit 1¾ Inch. So. So, einmal einen Streifen geschnitten. Ihr braucht, wie gesagt, natürlich mehrere, je nachdem, wie viel Quadrat ihr haben möchtet, umnähen möchtet. Ich falte mir den jetzt zur Hälfte, damit ich da noch schneller schneiden kann. Ich möchte ja immer, dass es ein schönes, schnelles Projekt wird. Und jetzt geht es schon wieder los. Die Frage immer, warum ich so viele Lineale habe. Also ich habe einmal dieses Lineal jetzt, um über die komplette Stoffbreite zu schneiden. Und jetzt wird es mit dem großen Lineal dann ein wenig unhandlich. Deswegen habe ich dann auch noch ein schmäleres Lineal. Und wie gesagt, ich tue mir diesen 1/10er Streifen jetzt nochmal falten. Ja, 1/10 ist die Stoffbreite. Habe ich jetzt einen Streifen geschnitten mit 1¾ Inch oder Zentimeter näher 4,5 cm Streifen. Und dann schneide ich mir hier oben mal diese Webkante ab und den Stoffbruch gleich mit, weil ich habe es so gefalten. So, also das ist die Webkante jetzt weg. Und das ist noch der Stoffbruch. Das ist jetzt auch gleich weg, somit ist die Kante offen. Da habe ich wieder die drehbare Matte, damit das schön liegen bleiben kann. Die findet ihr im Shop, wenn ihr die haben möchtet. Da kam auch schon die Frage. Und genau, habe ich gedreht. Jetzt ist meine Kante, die ich geschnitten habe, hier unten. Und jetzt lege ich nochmal 1¾ Inch an oder Zentimeter 4,5 cm. Und dann schneide ich. Und ich schneide jetzt sozusagen 4 Lagen. So, jetzt habe ich nämlich diese süßen kleinen Quadrate. Und jetzt habe ich gleich 4 miteinander geschnitten. Das schneidet sich ganz gut. Und somit habe ich ein Quadrat jetzt auf einmal geschnitten. Ne? Eine Bestückung. Und noch eine Bestückung. Mal schauen, wie viel ich noch übrig habe, weil wie gesagt, ich habe vorgenäht, damit es nicht so langweilig wird für euch. Ach, das immer. Also ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück hätte ich noch übrig, aber das sind sowieso zu viele. So viel brauche ich heute gar nicht mehr. So, da schnippel ich mal den Streifen zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben. Oder sonst irgendwelche Anregungen. Dann schreibt einfach rein. So. Und das letzte Stückchen, das muss immer ein bisschen noch gerichtet werden. Geht nämlich gerade so aus, wenn man die Webkante und den Stoffbruch gut hingelegt hat, geht es gerade so aus, dass man dann noch so viel übrig hat. Sieht man es ja. Und dann habe ich hier, wie viel habe ich denn jetzt geschnitten? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete, also 6 Quadrate kann ich jetzt bestücken. Da switchen wir mal zur Nähmaschine rüber. Einmal so und die andere Kamera, ja, weil das wird ja, wer es noch nicht kennt, das wird auch auf YouTube übertragen. Da könnt ihr das dann genauso nochmal anschauen. Das wird auf allen Kanälen auch gespeichert immer wieder. Also keine Angst, wenn ihr irgendwas verpasst oder später einsteigt, dann könnt ihr das auch nachschauen. So, also ich hatte eine E-Mail-Anfrage bezüglich des Sternenkissens. Bestimmt bist du noch nicht dazu gekommen, diese zu beantworten. Aha, da muss ich mal gucken. Ich erinnere mich gar nicht dran. Ich schau mal. Ich merke mir deinen Insta-Namen. Ich schreibe mir den mal auf.
weil da kann ich mich, normalerweise kann ich mich an E-Mails, die ich zwar angelesen habe, aber noch nicht beantwortet, kann ich mich zwar erinnern, aber an deinen, eine Anfrage bezüglich des Sternenkissens kann ich mich nicht erinnern. Warte mal. Oh, ein Fracken, Fracken, Fracken. Ah, 65. Am Samstag. Okay, ich gucke nach. Wenn nicht, dann schreibe ich dich nochmal an. Aber normalerweise müssten die Mails hier ankommen. Aber mein Mailprogramm hat mir heute auch irgendwie ein Blödsinn gemacht. Also irgendwie. Ich wollte eine E-Mail verschieben und jetzt ist sie komplett verschwunden. In irgendeinem Nirvana. Also, mein Mailprogramm ist gerade nicht mit mir Freund. Jawohl. Gut. Könnte man eigentlich auch Dreiecke statt der Quadrate nehmen, damit man nicht so viel Abschnitt hat? Natürlich könntest du das. Du hast halt dann den Abschnitt hier auf jeden Fall. Na, selbst wenn du jetzt, wir falten mal. Also, wenn wir jetzt hier Dreiecke geschnitten hätten, die müssten aber dann größer sein. Also, ihr könnt jetzt nicht das hier dann einfach durchschneiden. Ganz einfach, weil wir nähen jetzt auf dieser Diagonalen. Und dann schneiden wir praktisch hier ab. Ne? Also die Nahtzugabe ist dann. Mülle. So. Haben wir irgendwas, wo ich mal dagegen, damit ihr das auch besser sehen könnt? So. Also. Also wir nähen ja jetzt auf diese Diagonalen und dann wird ja das hier abgeschnitten, das ich jetzt umgebogen habe. Oh Gott, das andere Video. So, nochmal, Entschuldigung. Also wir nähen hier auf der Diagonalen und der Rest, der wird ja dann abgeschnitten, was ich gerade umgebogen habe. Und deswegen müssten die Quadrate, wenn du da Dreiecke draus schneiden willst, die müssen größer sein. Dann kannst du die hier auf der Diagonalen durchschneiden und dann kannst du es annähen, weil dann nähst du ja praktisch hier, wo wir eigentlich die Nahtzugabe weg haben. Also du nähst ja dann, ich soll das jetzt wieder erklären, du nähst ja dann praktisch hier, wo ich jetzt hier gerade umgebogen habe. Also das würde mit den kleinen Quadraten nicht gehen, die müssten dann einen Ticken größer sein. Grundsätzlich schneidest du aber auf alle Fälle hier die Ecken ab. Das würde auf jeden Fall wegfallen. Für die ganz Fleißigen unter euch könnt ihr das natürlich dann wieder zu einer Dreiecksumrandung. Also da, ich habe sie weggeschmissen. Ich Bösi. Aber die sind auch so mini, dass ich persönlich da nichts mehr draus mache. Schaut, also das sind die kleinen Teile, die da überbleiben. Und die sind mir jetzt zu futzelig. Wartet mal, was haben wir da? Ja, das wäre ja dann wahrscheinlich noch ein Inch mal ein Inch, was rauskommen würde, wenn man es nähen würde. Also das ist mir zu Futzelkram. Die sind bei mir im Müll gelandet. Ich sag's gerade nicht so laut, weil irgendeiner von euch näht da bestimmt noch was draus. Genau, aber wie gesagt, also wenn ihr Dreiecke schneiden wollt, müssen die größer sein als das, was ich euch gerade gesagt habe, wie ihr die schneidet. So, dann mal wieder auf die Nähmaschine. So. Und einmal hier drehen. So, und wir nähen jetzt in Reihe. Das heißt, ihr habt eure Quadrate da. Und legt die schön auf die großen Quadrate, so schön ans Eck. So. Ja, also einfach so schön ans Eck. Und entweder habt ihr dieses Tape, dieses diagonale Tape, das gibt es ja auch bei uns im Shop. Und dann habt ihr hier eben die rote Linie. Und auf dieser Linie fährt jetzt dann meine Ecke. Ja, also die da, das ist meine Markierung, die habe ich hier. Und da fahre ich jetzt dann die Ecke entlang. Und deswegen muss ich mir meine Ecke nicht anzeichnen, also meine Diagonale nicht anzeichnen. Wenn ihr aber dieses Tape nicht habt
und auch keine anderen Markierungen auf eurer Maschine, wo ihr euch orientieren könnt, dann müsst ihr euch das anzeichnen. Gerne, gerne. Gerne, gerne für die Erklärung mit den Mini-Teilen. Genau, aber sonst, also bei großen Teilen tue ich da auch immer schauen, dass ich nicht den Abfall zu groß habe, weil das ist ja schade um den Stoff. So, und los geht's. Also ich setze jetzt, ich habe einen Inch-Fuß bei den Inch-Maßen und bitte einen Zentimeter-Fuß. Ne, müsste auch nicht Zentimeter-Fuß, aber später braucht er ihn. Also es tut ihn lieber gleich rein, den Zentimeter-Fuß, damit ihr später nicht vergesst, wenn ihr dann die Streifen annäht. Und dann habt ihr womöglich noch den Inch-Fuß drin, näht aber eigentlich mit Zentimeter-Maßen. Und dann passt es halt nicht so, wie ihr euch das vielleicht ausgerechnet habt. Deswegen für Inch-Maße den Inch-Fuß und für Zentimeter-Maße den Zentimeter-Fuß. Ja, hallo Christa, kein Problem. Schön, dass du jetzt da bist. Wie gesagt, du kannst ja den Anfang noch nachgucken. Es wird ja alles aufgezeichnet. Und Zentimeter und Inch ist deshalb ein bisschen unterschiedlich, weil der Zentimeterfuß hat von der Kante bis zur Nadeleinstichstelle 0,75 cm. Und der Inchfuß, der hat von der Kante bis zur Nadeleinstichstelle hat der 1/4 Inch. Also das sind 0,6 Blub. Und deswegen 0,6 Blub Zentimeter. Und deswegen ist die Nahtzugabe da ein Ticken anders. Und deswegen wird das Ganze dann auch ein Ticken anders. Und deswegen immer den richtigen Fuß zum richtigen Maß. So, ich nähe. Der Stoff liegt mit der rechten Stoffseite zu mir. Ja, also hier ist die schöne Stoffseite. Aber wenn ich jetzt von Spitze zu Spitze nähe, brauche ich ja keine Hilfslinie. Naja, bei dem kleinen Quadrat jetzt nicht so. Aber, also, ja, doch, es könnte schon sein, dass man selbst hier so eine Welle reinkriegt, ne? Für alle, die ein super Augenmaß haben, ja, da brauchst du keine Hilfslinie. Aber für alle, die nicht so ein perfekt Augenmaß haben, da sollte man sich das Ganze schon anzeichnen, weil sonst kriegt man eine Welle rein. Und dann waren das keine schönen, ja, Ecken, weil die haben dann ja einen Bogen, Bogenecken. So, ich setze jetzt gleich das nächste so nah wie möglich an, deswegen überlappen sich jetzt die großen. Aber ich nähe jetzt einfach weiter. Meine Spitze hier orientiert sich hier wieder an der roten Linie, ne? Die Spitze vom Quadrat von dem kleinen. Und hier ist die Spitze an der Nadel und ich nähe jetzt einfach im leeren ein paar Stiche. Ne, die ist jetzt einfach in der leeren Nähmaschine 2-3 Stiche genäht und näht hier jetzt einfach weiter auf dem Stoff. Und ich vernähe gerade nicht, wie ihr merkt, das ist ja normalerweise so eine Manie von mir, aber ich habe es heute Nachmittag geschafft, ohne dauernd auf diesen Knopf drücken zu wollen und das braucht man jetzt hier auch nicht. Also vernähen geht, muss man hier jetzt nicht unbedingt. Auch weil ich letztens mal gefragt wurde, wir achten beim Patchwork auch nicht dauernd auf den Fadenlauf, also den Fadenlauf der Stoffe, weil sonst wäre man verrückt, wenn man bei so kleinen Dingern auch noch dauernd auf den Fadenlauf achten, das bringt ja auch nichts, wenn man die dann wieder dreht und wieder ein anderes Dreieck und so weiter. Deswegen Fadenlauf ist eigentlich nur bei Kleidung wichtig. Was ist das für ein Tisch an der Nähmaschine? Ein Anschiebetisch speziell nur für diese Nähmaschine ist schön groß. Ja, das ist eigentlich ein Quilttisch. Den gibt es für diese Nähmaschine. Da steht hier auch Bernina, weil das ist eine Bernina. Aber ich denke, große Anschiebetische aus Plexiglas findest du im Internet entweder direkt von deinem Hersteller, von der Nähmaschine. Oder eben welche, die ja nachgemacht sind und wo der Ausschnitt hier von der Nähmaschine reinpasst. Ich denke, da musst du einfach bloß mal googeln, Anschiebetisch, Plexiglas und dann wird schon irgendwas kommen. Wie gesagt, ich habe ihn direkt von dem Hersteller von meiner Nähmaschine und ja, der ist praktisch, den finde ich cool. Und
ja, da hat man Platz, hier was abzulegen und der quillt oder wenn ich ein Kissen quilte, das passt alles schön drauf und ja, ist gemütlich. So, ich orientiere mich. Also ich würde sagen, ich müsste es mir anzeichnen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wie ich hier auf dem Quadrat die Diagonale nähe. Mir wäre das zu, ja, ich müsste mich zu sehr konzentrieren, dass ich da wirklich auf der Geraden bleibe. Aber natürlich kann man, wenn man wirklich ein gutes Augenmaß hat, kann man das gut auch ohne Hilfslinie machen. So, einfach wie gesagt, drunter schieben und weiter nähen. Mal schauen, dass die Spitze unter der Nadel läuft und die andere Spitze auf der Hilfslinie oder auf der angezeichneten Linie nähen. Und so schiebe ich jetzt hier einfach mal alle drunter. Vorletzte. Ich finde, fand die Serie jetzt schön. Das passt gut bei uns in die Küche. Da kann ich nämlich dann ein schönes Foto machen für die Anleitung, weil da muss es ja auch noch hübsch ausschauen, ne? Deswegen habe ich mir jetzt die Serie ausgesucht, weil das farblich gut bei uns auf den Tisch passt. So. So, das war der letzte. Und da schneide ich jetzt hier ab, die Fäden. Und dann seht ihr, ich habe hier bloß so ganz, Hilfe. Ich habe hier bloß so ganz dünne Übergänge. Und da muss ich jetzt nicht hier und hier schneiden, sondern ich schneide die jetzt einfach in der Mitte durch. Und dann hängt hier bloß, sieht man das überhaupt? So, jetzt seht ihr das. Dann hängt hier bloß so ein Fadenschnipsel über. Ja. Fadenschnipsel. Und das ist jetzt egal, das näht ihr dann sowieso weg. Den Fadenschnipsel kann man mal hängen lassen. Deswegen schneide ich die jetzt alle hier einfach nur durch. Und da ist entweder so eine kleine Fadenschere gut. Oder vielleicht habt ihr auch, es gibt auch so Tischabschneider. Also das sind so kleine Teilchen, die einfach so ein Messerchen in der Mitte haben, wo man die dann bloß so drüber drückt und sie dann auseinanderschneiden. Was wird heute genäht? Ich nähe einen Tischläufer. Ihr könnt alles Mögliche draus machen. Wir nähen solche Teile. Also in der Mitte das Charm Pack und außenrum lauter solche Dreiecke. Und dann kommen noch Zwischenstreifen dazwischen. Und irgendwie hat es, also ich bin vorhin da gestanden an meiner Wand und habe mir gedacht, irgendwie hat es einen asiatischen Touch. Vielleicht liegt es auch an den Stoffen. Aber hatte irgendwas Asiatisches für mich. So, jetzt ist die nächste Ecke dran. Und ich schiebe jetzt da einfach nur mal ein paar noch durch, da, weil ich habe ja die anderen schon vorbereitet. So, und immer wie gesagt schön an die Ecke legen und schön diagonal nähen. Ja, ich rede von schön diagonal und nähe es hier schief. Eieieiei. Da kam ein Herzchen. Dankeschön. So, und versuche ich mal wirklich diagonal. Weil je schöner ihr näht, desto schöner werden natürlich auch eure Ecken. Nehmen wir noch den hier und die anderen nähe ich später.
Achso. Genau. Also dann schneiden wir wieder ab. Wir haben wieder diese schmalen Übergänge, wo ich bloß den Faden so durchschneiden muss. Und den schneiden wir ab. Und die nächsten, das wird wie gesagt an alle vier Ecken wird so ein kleines Quadrat hingenäht. Ja, hier sage ich dauernd so, ne? Und bei dem anderen sage ich dauernd und dann bei dem anderen Video, wo ich immer zeige, was es Neues gibt. Ach, das ist irgendwie, das sagt man dann so, ne? Das hat man da irgendwie so drin. Hat auch irgendwas Meditatives, diese kleinen Teilchen da in Reihe dran zu nähen. Achso, ich sage und der letzte und bin. Ich sehe da mal, wie viel Spaß das macht. Da will man gleich weiter durchschieben. Und hier wieder den Faden abschneiden. Ja, eine Ecke ist bei allen noch übrig. So viel Quadrate habe ich auch noch übrig. Also muss ich nicht nachschneiden. Also das ist ja wirklich mein Lieblingsstoff bei der Serie, glaube ich. Der ist so schön, schön pastellig irgendwie. Und die haben ja alle ein bisschen Goldflimmer drauf. Hat auch irgendwas Edles. So, ein Quadrat brauche ich noch. Gut, dann habe ich alle Ecken mit Quadraten bestückt und die Fäden müssen weg. Gut, dann können wir uns mal wieder angucken. Hallo, endet mal. Dann gehen wir wieder hier rüber. Wie gesagt, im Hintergrund seht ihr ja schon, was das werden soll. Gut, also wir haben, nehme ich einen anderen, den man besser sieht. Also wir haben jetzt an alle vier Ecken diese kleinen Quadrate rangenäht. Wie gesagt, kleine Quadrate bei den Inchnähern, wo ist mein Spickzettel da? Bei den Inchnähern ein 3/4 Inch und bei den Zentimeternähern sind die 4,5 cm die Quadrate. Und ja, das sind in der Mitte die 5 Inch oder 12,75 cm. Jetzt schneiden wir, hier ist die Naht, ne? Und wir schneiden hier ja, Nahtzugaben breit hier ab, dass diese kleinen Eckchen hier, ne, also die fallen jetzt weg. Wie gesagt, die Mini-Näher von euch, also ich kenne auch Leute, die haben, ich glaube, weniger wie ein Inch Hexis schon gemacht, also diese kleinen Hexagons. Kann man machen. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bewundere das zwar, diese
Geduld, aber das ist mir dann doch zu viel Futzelkram. Also diejenigen heben das wahrscheinlich auf. Ich tue es mal unter den Tisch. Gut, dann habe ich alle abgeschnitten, ne? Mache ich jetzt bei den anderen auch noch. Und das Bügeleisen kann schon mal vorgewärmt werden, weil beim Patchwork muss man schön bügeln. Ich hatte mal eine im Kurs, die hat echt kein Bügeleisen zu Hause. Das war eine Jüngere, die halt mit dem Nähen anfangen wollte. Und da musste ich schon mal sagen, wenn sie das jetzt machen will, dann braucht sie auch ein Bügeleisen. Weil es schön und gut, die Nähte so auseinander zu streichen, das geht eine Zeit lang, bloß irgendwann muss dann doch mal das Bügeleisen drüber. Dann wird die ganze Arbeit ein bisschen besser, ein bisschen glatter und ein bisschen genauer. Also ohne Bügeleisen ist schon irgendwie nicht ganz so toll. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel beim Kissen den Rückseitenverschluss da umbügeln will, damit man die Naht nähen kann, wenn man das alles bloß immer mit der Hand abstreichen würde, wäre ja auch nichts. So, wir nehmen wieder eine Farbe, die ihr auch gut erkennen könnt. Jetzt haben wir alle so. Wie gesagt, ich habe hier unten ja noch eine Reihe gelassen, die noch so ist. Und hier könnten wir es uns jetzt einfach machen, was der Stoff auch möchte, einfach bloß die hier umklappen. Wenn wir bloß die hier umklappen, landet aber, kennt man das? Ja, jetzt sieht man es noch nicht. Also dann landet aber die Nahtzugabe unter dem weißen Stoff. So legt sich der am einfachsten. Einfach ist nicht immer gut und deswegen müssen wir dem Stoff erklären, dass er aber unter das Dunkle soll. Weil, wenn der aus unterm Dunklen ist, dann scheint er später unterm Hellen nicht so durch oder gar nicht durch. Und dann sieht das Ganze schöner aus. Aber das muss man dem Stoff klar machen, weil eigentlich will er unter das Helle. Also eigentlich will er so. Aber wir erklären ihm das schon. Ja, gut gebügelt ist halb genäht. Genau, sollten wir mal uns ein T-Shirt machen. Gut gebügelt ist halb genäht. Gibt es im nächsten Adventskalender zu Weihnachten, im 24. Türchen. Kriegt ihr T-Shirts? Nein, nein. Ich mache nur Späße. Ja, wer es nicht weiß, wir hatten letztes Jahr einen Adventskalender, letzte Weihnachten. Und wir sind auch schon wieder am Überlegen, was wir mit dem nächsten, was wir da reinfüllen können. Also da sind wir schon wieder am Suchen, weil da soll natürlich der neue von diesem Jahr soll natürlich wieder andere Türchen bekommen wie letztes Jahr. Und ihr könnt den dann vorbestellen ab September. Also wenn wir aus den Ferien, Bayern hat ja bis zum 11. September Ferien. Und, oder, also ich glaube dieses Jahr war es der 11. September oder letztes Jahr. Das ist bei uns immer ein Dienstag, der zweite Dienstag im Monat, glaube ich, im September. Da fängt bei uns die Schule wieder an und da können die Erwachsenen dann langsam wieder klar denken. Und danach werden wir den Adventskalender in den Shop stellen, weil, wie gesagt, vorbereiten tun wir jetzt schon. Uns Gedanken machen, wie die Tütchen ausschauen. Ja, gell, Lori, der war toll. Ich fand ihn auch toll. Ich kam ein bisschen weniger zu den ganzen Erzählungen, die ich eigentlich machen wollte, aber das war der erste Adventskalender. Er kann nur besser werden. Nur besser, so wie ich mir das auch vorstelle, dass ich wirklich jeden Tag auch ausgiebig ein Geschichtchen dazu erzählen kann. Aber da bist du wieder dabei, das freut mich. Ich bin auch dabei. Nee, das hat mir auch Freude gemacht. Aber dieses Mal bereiten wir ihn viel früher vor. Und dann wird das noch entspannter für mich. Es war jetzt nicht so stressig, aber
Ich hätte es gerne noch ein bisschen anders gehabt. Wenn ihr euch fragt, was ich hier gerade eigentlich treibe, ich tue meinem Fingernagel erstmal die Nahtzugabe hier an der Naht entlang streifen, dass die Nahtzugabe eben hier unten bleibt. In welcher Größenordnung die Kosten sind? Also letztes Jahr war er bei 79 und ihr wisst ja, leider wird alles ein bisschen teurer. Ich werde schon schauen, dass wir auf jeden Fall unter 100 bleiben. Aber er wird ein minimal teurer. Das kommt halt immer drauf an, was so reinkommt in den Adventskalender. Welches Türchen wie bestückt wird. Und ja, also unter 100 bleibt er auf jeden Fall. Genau, wir gehen jetzt mal bügeln. Einmal hier rüber. So. Und ich glaube, den muss ich bloß drehen. Ja. Also ich habe es ja schon vorbereitet mit dem Fingernagel. Und jetzt bügele ich nochmal nach, damit die Ecken da auch wirklich bleiben, wo ich sie gerne hätte. Und zwar unter dem Mittelteil. Und ich bügele jetzt auch nochmal von der anderen Seite. Also einmal von rechts und einmal von links, damit der sich wirklich so legt. Weil eigentlich, wie gesagt, ist das nicht das, was der Stoff gerne machen möchte, und deswegen sträubt er sich da ein bisschen. Deswegen muss man da ein bisschen ordentlich bügeln. Also ich habe auch ein Bügeleisen, das ziemlich viel Watt hat. Mein Bügeleisen hat 2600 Watt. Und deswegen geht das auch ganz gut. Oh, Frage. Fände es schön, wenn im Adventskalender auch kleine Nähprojekte enthalten sind. Gute Idee. Was war hier? Oh Gott, ich bin zu langsam. Nein. Ich weiß nicht, wie du das für den Preis gemacht hast. Ja. Das ist Geheimnis. Geheimnis. Nein, das ist eine Kalkulation, wo auch Werbekosten mit eingerechnet sind. Also das ist natürlich eigentlich zu dem Preis gar nicht zu machen. Aber man rechnet in solche Projekte normalerweise das Ganze immer auch ein bisschen so Werbekosten mit rein. Und hofft dann halt auch immer, dass die Leute, die den Adventskalender hatten, das dann toll fanden und dann übers Jahr auch mal die ein oder andere Bestellung so da lassen. Und dass man halt somit den Kundenkreis ein bisschen erweitert. Genau. So, von allen Seiten, vorne, hinten und überall gebügelt. Warte mal. Zum Thema Bügeln hatte mein Onkel, Schneidermeister Kurt, immer einen guten Witz auf Lager. Der Lehrling kommt ganz aufgeregt zum Meister und sagt: Meister, Meister, jetzt hab ich den Reißverschluss. Jetzt hab ich den Reißverschluss? An der Hose hinten eingenäht. Macht nichts, sagt der Meister, den bügeln wir nach vorne. Ja, genau, das geht dann auch. Also mit dem Bügeleisen kann man wirklich sehr, sehr viel erreichen. Und, ich nehme immer dieses Helle. Und jetzt seht ihr auch, ich habe dem Stoff erklärt, dass die andere Seite auch toll ist, dass er sich ja auch wohlfühlen kann. Und dann scheint eben die Nahtzugabe hier nicht raus. Also grundsätzlich sagt man immer, man bügelt die Nahtzugabe, also dieses Teil hier, unter die dunklere Stoffseite. Hier jetzt sind ja eigentlich beide gleich, die hat halt ein paar Sprenkel. Und deswegen, weil ich wie bei allen das hier unter das Mittelteil bügel, habe ich es hier jetzt auch unter das Mittelteil gebügelt. Der musste da jetzt eben mit durch. Gut, dann machen wir mal da weiter. Also die sind so alle und da habe ich jetzt Streifen dazwischen.
Ne? Also ich habe 3 Stück und habe 2 Streifen. Die Streifen, mein Spickzettel, die Streifen habe ich bei den Inch, 1,5 Inch, also 1,5. Und dann halt hier auf die Höhe, also 5 Inch. Aber ich lasse die immer im Ganzen, nähe es an und schneide dann ab. Und genau, also von der Breite her 1,5 Inch oder 4 cm Breite. Ne, die hier. 4 cm oder 1,5 Inch. Und da habe ich hier, muss ich nochmal nachmessen, nicht, dass das der von den Quadraten ist. Aber ja, das sind die 1,5 Inch. Wie gesagt, ich nähe 1 Inch. Kommt da noch eine Frage? Nein. Ich nähe 1 Inch und deswegen alles in Inch. Und wo? Da. Den tue ich wieder an die Wand hängen. Kommt mal mit rüber. Genau, schaut her. Auch mal kurz drehen. So. Ich glaube so. Nee, die Schrift. Die Schrift sagt mir, wie Rauchmuck hat. Also wie gesagt, da ist es wieder das Gleiche. Wenn ihr das anordnet, ordnet es am besten an und macht dann ein Foto mit dem Handy. Oder ihr habt so eine Wand und könnt es hier so hinhängen und nehmt euch immer so eine Reihe ab und legt sie bei euch auf den Tisch und näht die Streifen dazwischen. Dann bleibt ihr auch, da habt ihr auch euren Überblick, weil es soll natürlich auch ausgewogen sein. Ich habe jetzt heute Nachmittag erstmal das komplette Charmpack auseinandergenommen und habe erstmal so alles an die Wand und habe mir das erstmal angeguckt, was da überhaupt für Farben dabei sind bei diesem Charmpack. Und habe mir dann halt das so zusammengestellt, was ich mir denke, was jetzt bei dem Tischläufer schön wäre. Bei dem Charmpack sind leider weniger von diesem Aprikot dabei oder ja, Orange ist es schon fast. Da hätte ich gern noch 2-3 mehr, aber ist halt so. Ja, das Charmpack ist jetzt kein Wunschkonzert. Das macht der Designer und wenn der Designer sagt, er will bloß die und die Farben, dann ist das so. Was hast du für ein Material an der Wand, damit das alles drauf haftet? Das ist bei mir ein Baumwollvlies. Das ist das 8020, das 279er von Freudenberg im Shop. Das ist sehr schön breit, also das ist 244 breit. Und in der Länge könnt ihr das ja so nehmen, wie ihr das braucht. Das ist also ein 80% Baumwolle, 20% Polyester. Ihr könnt aber genauso gut ein Flanellstoff nehmen. Ihr könnt genauso ein Moltontuch nehmen. Es geht mit einem hochflorigen, festen Polyestervlies genauso. Also da ja, könnt ihr einfach mal gucken. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt so eine feste Wand haben, wenn ihr irgendwie sagt, ihr näht jetzt im Wohnzimmer, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch über den Türrahmen schmeißen und das da derweil hinhängen, bis ihr sagt, das habe ich für heute genug genäht, dann kann man das wieder runternehmen und ja, in der Kiste verstauen. Also das sind ganz normal Fliese, um alles, was hochflorig ist, was so ein bisschen absteht, so die Fasern ein bisschen abstehen. Und da haftet dann der Baumwollstoff wunderbar dran. Genau. Und ich nehme mir jetzt hier das nächste. Also ihr seht ja, die oberen, da oben, habe ich die da, die drei schon verbunden eben mit diesen schmalen Streifen. Ja, 1,5 Inch breit oder 4 cm breit. Wie gesagt, die PDF bekommt ihr, die kostenlose. Bis Samstag bin ich da bestimmt durch. Ja, also ich streng mich ja immer an, dass es bis Samstag geschrieben ist. War am letzten Samstag auch nicht so einfach, falls der Timo noch da ist. Ich habe allen Ernstes nach diesem Samstag noch die Anleitung für die Ananas geschrieben. Aber ich muss dazugeben, die gab es schon auf dem Blog, die hatte ich vor Jahren schon mal geschrieben. Also ich muss eigentlich bloß immer Copy und Paste machen, aber trotzdem, man muss ja ein bisschen denken. Ja. Schreibst du das bitte nochmal in den Text bei der Anleitung? Was?
Was soll ich da noch mal reinschreiben, meine Liebe? Geht auch Thermolarm. Ich denke, habe ich jetzt mit Thermolarm noch nicht ausprobiert. Wartet mal. Hab doch bestimmt einen Funzel Thermolarm hier. Thermolarm. Und vielleicht mal ein Stoff, den ihr auch seht. Hier die Reste hält. Das ist Thermolarm. Beim Thermolarm ist es aber allerdings, das hat ja nur eine gewisse Breite. Das ist ja nur 90 breit. Aber diese Teile... Ah, welches Vlies ich da an der Wand habe. Nee, bei der Anleitung schreibe ich es nicht rein. Ich kann euch mal eine... Wir haben Fotos von dem Bau dieses Teils, weil das ist ein großes Teil. Das geht bis hier rüber. Nehmt die untere Kamera auch mal mit, bis hier rüber. Und ja, also ist eigentlich relativ groß, es ist riesig. Liegt aber auch daran, weil wir sehr hohe Zimmer haben. Wir haben ein ziemlich altes Haus. Ich mache dazu mal eine extra PDF-Bauanleitung. Also da kann ich mal eine Übersicht machen und auch mal reinschreiben, welche Fliese sich gut dafür eignen. Das ist ja dann bloß so ein zweiseitiges Ding. Das stelle ich dann auch zu den kostenlosen Downloads mit ein. Das schaffe ich vielleicht auch noch diese Woche. Genau, da mache ich mal wie immer so eine Design Wall, so heißt dieses Ding, Design Wall oder weiß gar nicht, wie man es im Deutschen sagen würde. Ich kenne es bloß vom Englischen her. Ach, Design Wand. Manchmal. Genau, mache ich also eine kleine Übersichts-PDF. Und ja, wie gesagt, also Thermolarm funktioniert, ist bloß von der Breite her, ist ja bloß 90 breit oder bloß, ja, ist ja eine gute Breite, ist 90 breit und deswegen müsstet ihr das dann verbreitern und deswegen könnt ihr dann gleich eine andere nehmen, ein anderes Vlies nehmen, das dann, ja, die Breite besser ist. Letztens hat auch einer gesagt, vom Betttuch, manche nehmen ein Betttuch, von diesen Biber, könnte auch funktionieren. Oder eben Flanellbettwäsche. Könnt ihr ja mal gucken. Aber es ist ja eh bald Sommer, dann braucht man die Flanellbettwäsche nicht mehr. Kann man mal derweil umfunktionieren. Genau, also ich wollte ja aber eigentlich euch noch zeigen. Also, ihr seht ja, da oben habe ich diese drei mit den Streifen. Schon jeweils einen Streifen dazwischen. Und wie gesagt, ich nähe immer... Und nähe und dann könnten wir ja teils noch einen drunter setzen. Problem dabei ist, ihr müsst es dann vorher fotografieren, weil wenn ihr die alle runternehmt und sagt, ich nehme jetzt einfach die ganze Reihe hier runter und nähe die alle so an diesen Streifen dran im kurzen Abstand, dass ich den Streifen dann bloß immer durchschneiden muss, weil hier dann das nächste kommt und dann hier das nächste. Ne, also dass man das einfach bloß so in Reihe drauflegt auf den Streifen. Dann müsst ihr es vorher fotografieren, weil sonst wisst ihr nicht mehr, wo welches dann hinkommt. Weil sonst wird es dann ein Durcheinander. Genau, und wie gesagt, ich nähe es immer an und schneide später ab. Also ich schneide jetzt keine 5-Inch, oh Gott, Leute, jetzt wird es lustig. Ich schneide keine 5-Inch-Streifen, sondern ich schneide später ab. Weil... Ja, kann ja mal sein, dass es ein Ticken schief ist und sonst hat man so einen 5-Inch-Streifen und dann hängt der da das Quadrat womöglich über um ein paar Millimeter und deswegen schneide ich immer später ab. Genau, also dann haben wir die da dazwischen. Oder mal bei Oma fragen, da gab es immer Lagen für die Aussteuer. Ja, die... Waren aber meiner Meinung, also so wie sie ich kenne, waren sie immer aus reiner Baumwolle. Womöglich dann auch noch so Brokat bedruckt mäßig. Also kein richtiger Brokat, weil das wäre ja ein wenig hart. Ja, Molton hatte ich jetzt nur bei meinen Kindern. Aber ja, Molton-Laken. Okay. Ja, nee, also ich kenne die Aussteuer nur mit Baumwolle, aber wenn es da auch Moltonlaken gab, na dann kramt mal in den alten Kisten nach. Genau. Okay, cool. Ja, seht ihr mal, man wird täglich schlauer. Ich mag das immer. Täglich irgendwas Neues lernen.
Genau, also dann haben wir hier die dazwischen genäht und dann kommt die gleiche Breite, ne? 1,5 Inch oder 4 cm sind diese Streifen und die, nicht gerade mit der unschönen Webkante, und die nähen wir dann hier drüber an. Ne? Also hier, das ist der Zwischenstreifen. Jetzt haben wir natürlich Übergänge. Und wie ihr seht, ist er bei mir verrutscht. Seht ihr das? Der ist ein Ticken weiter unten und der ist ein Ticken weiter drüben. Kann man jetzt sagen, besser erledigt als perfekt. Deswegen habe ich es jetzt auch gelassen, weil es sieht ganz gut aus. Die Ränder passen. Ne? Also hier passt es und hier passt es. Und also es fällt jetzt. Hier fällt es, finde ich, ein bisschen auf. Aber ich denke, wenn es gequiltet ist, fällt das nicht mehr wirklich auf. Und wenn dann irgendwie eine Blume draufsteht auf dem Kaffeetisch, ne, ist es noch weniger. Hauptsache, das da ist jetzt nicht total verrutscht. Ne? Wie ihr aber das vermeiden könnt, dass ihr so einen Versatz habt, ganz einfach, indem ihr, wenn ihr den ersten Streifen angenäht habt, dann mit dem Marker euch hier das abzeichnet, hier die Naht, wo die anfängt und aufhört, dass ihr das hier auf die offene Kante übertragt. Also ich zeige es euch mal hier. Angenommen, ihr habt den jetzt so angenäht, ne? Und dann lasst ihr den hier so liegen. Dann lasst ihr den hier so liegen und zeichnet euch diese zwei Markierungen, also diese Naht und diese Naht, zeichnet ihr euch wieder an, hier an den Streifen, weil dann wisst ihr, da habe ich nichts zusammengenäht, dann wisst ihr, da habe ich auch nichts zusammengenäht, zack, zack, machen wir so, weil dann wisst ihr, wenn ihr hier die Zeichen habt, wenn ihr dann mit dem nächsten kommt, wo ihr die hier hinsetzen müsst, also ne, wo dann der Übergang hier hin muss, an den Streifen hier. Deswegen, da kann man das dann vermeiden, dass der Versatz da ist, aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich denke, das kann man überleben, dass da minimaler Versatz ist. Ne, also hier sieht man es ein bisschen mehr. Aber ich finde, so Hauptsache diese Hexagons, ja, passen gut zusammen und da ist jetzt nicht zu viel Verrutscherei, dass diese Übergänge hier oben gut passen. Und wie gesagt, wenn ihr das ganz genau haben wollt, dann näht ihr das erste hier an und macht euch hier und hier Markierungen, dass ihr wisst, wo der Streifen, an welcher Stelle der genau wieder hin muss. Genau. Und wie gesagt, dann nähe ich mir jetzt einen Tischläufer. Und ich denke, ich werde zu diesen Zwischenstreifen, die ich jetzt hier dann da fehlt ja der da. Eins weiter hoch. Also zu diesen Zwischenstreifen, die ich jetzt hier noch dazwischen mache, tue ich ganz außenrum auch nochmal in der Breite nochmal einen weißen als Rand hier außenrum machen. Und ja, lustig wäre bestimmt ein Binding aus ganz verschiedenen dieser Teile. Jetzt könnte man wahnsinnig sein und die ganzen Dreiecke aneinander nähen. Nee. Und da wahrscheinlich nicht so viel überbleibt von diesen Quadraten, werde ich wahrscheinlich einen einfarbigen Stoff nehmen. Also entweder irgendwas Lustiges, das in der Farbgebung hier so ist, dass ich das bunt außenrum nähe, oder dann eben in dem gleichen weißen Ton, dass ich da nochmal ein einfarbiges weißes Binding dann später drum mache. Und vom Quilten her, ich denke, man könnte jetzt hier immer so in halb kreisen, glaube ich, bloß hier
Und hier von Kante zu Kante so ein ovales könnte man schön quilten. Man kann es natürlich auch geradlinig quilten. Oder man könnte hier lauter immer so einen Kreis reinquilten. Man könnte, ja, wo will er hin? Man könnte natürlich auch nur in den Zwischenstreifen hier und hier um diese Teile rumquilten. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ja, ich habe das so gesehen und habe mir gedacht, das wäre bestimmt auch ein schöner Quilt. Da muss man halt ein bisschen mehr dann durchschieben durch die Maschine. Aber man könnte da auch einen schönen, schönen Quilt draus machen. So, dann schaue ich mal, was es hier... was es hier noch für Fragen gab. Gerne, gerne für die tolle Nähidee. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, da gehen 100 Blinde vorbei, sagte meine Oma immer. Ich stehe leider auf dem Schlauch. Da gehen 100 Blinde vorbei, sagte meine Oma immer. Wahrscheinlich, weil man den Übergang eh nicht so bemerkt, denke ich mal. Werden auch Kurse zum Quilten mal angeboten? Ja, ich bin dran. Bloß zwei Hände. Also ich hoffe, dass ich bis Ende des Monats den ersten Kurs aufgenommen habe. Das wären Videokurse, die ihr euch downloaden könnt, wo wir dann auch so eine kleine Community bilden wollen. Manche Wörter. Genau, also da bin ich dran. Sobald es mehr Infos dazu gibt, melde ich mich. Aber sind in der Planung. Genau, wenn es nicht so perfekt ist, da gehen 100 Blinde vorbei. Genau. Wie gesagt, also ich bin damit zufrieden. Passt. Muss nicht immer alles hyperperfekt sein. Genau, also ihr wisst eure Größen. Ich sag's nochmal, die 5-Inch-Quadrate. Die großen, die 5-Inch-Quadrate werden umnäht oder 12,75 cm² werden an den vier Ecken mit kleinen Quadraten in der Diagonalen umnäht. Die kleinen sind 1¾-Inch oder 4,5 x 4,5 cm. Braucht da an jeder Ecke eins, also vier Stück pro Quadrat. Und dann habt ihr die Zwischenstreifen und eine Umrandung mit 1,5 Inch oder 4 cm Breite. Und dann könnt ihr loslegen und könnt Quilts, Kissen, Taschen, Läufer oder was auch immer. Genau. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Die PDF, wie gesagt, kommt bis zum Samstag. Gerne, gerne für die Tipps. Ich freue mich, wenn ich euch eine schöne Nähidee liefern kann. Und wir sehen uns nächsten Dienstag hoffentlich wieder mit neuen Ideen und einem neuen schönen Nähabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Schönen Abend. Da mag man immer gar nicht ausschalten, wenn noch so viele schöne Grüße kommen. Oh. Ja. Okay, also, ich verschwinde auf mein Sofa und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.